Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Plague Tale Requiem. Wir sollten los, wir haben einen weiten Weg vor uns. Und wir sind auf dem Weg, Nachtschatten zu organisieren für unseren Bruder Hugo. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudor ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Alle verschwunden. Wir müssen hier entlang. Unfassbar, dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt's. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da ist es. Ja, so. Zwischenreihen können dann die Let's Player auch mal klatschen. Quatschen ist doch auch mal schön. Alles klar. Bist du bereit? Ja, hau rein, komm. Wir. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Hört, hört! Ich habe alles Geflügel, das man sich nur wünschen kann. Schweinefleisch, saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Noch nie den köstlich Fleisch ist klar. Ja. Wir sind noch nicht da und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Lauf. Oder muss ich laufen? Ich muss laufen. Okay. Wir folgen mal der Blutspur, ja? Ganz allein daheim. Wir gehen bald, Mama. Was ist hier los? Oh, lasst uns durch. Was ist das? Anscheinend. Okay. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt auf Befehl des Grafen Viktor von Aaren. Kein Zutritt zu eurer eigenen Sicherheit. Spart uns ja. Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Ja. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Was verschweigt ihr uns? Okay, da kommen wir wohl nicht hin. Wo sollen wir denn bitte hin? Da müssen wir mal gucken, ob wir hier nicht woanders irgendwie durch robben und rutschen können. Seitengasse. Was meinst du? Wo siehst du eine Seitengasse? Wo siehst du eine Seitengasse? Und ich nicht. Ah, hier. Oder? Nee. Okay, da ist keine Seitengasse. Wo sieht der eine Seitengasse? Da. Okay. Wie kommen wir da? Alter, das ist ja mal ganz neu. Okay. Ich glaube. Ja. 5 Folgen lang keine Probleme. Jetzt auf einmal das. Hier lang, Amicia. Seltsam. Naja, gut, okay. Dann drücken wir uns da mal durch. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Richtig, wir sind ja. Nicht wirklich, oder? In die Schlachtabfälle. Da sollen wir rein? Ja, da sollst du rein. Alles für Hugo. Nicht nachdenken und nicht atmen. Richtig. Nein, nein, nein. Oh nein, sag nicht. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Nicht atmen, ja, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. So viele Lebewesen. Die daraus geboren werden.
Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Ja. Ah. Oh Gott. Und raus. Die Stiefel sind ruiniert. Forever. Der Boden ist voller Blut. So, wir packen uns wieder unsere Taschen voll. Ja, wir brauchen alles. Und noch mehr davon. Zack. Oh, 5 Stücke. Okay. Der Karren steht im Weg. Ja, dann. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Ja, ja. Hoch damit. Ja, frag mal, was das ist. Oh nein, nein. Ja. Nicht schon wieder. Wir brauchen Licht und zwar schnell. Ja. Ich wusste es. So. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja. Ja. Genau, denk einfach mal nur an den Nachtschatten. Hörst du das? Ja. Das sind immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Genau wie in der Arena. Ja, natürlich haben sie das Viertel nicht evakuiert. Die Feuer sind nicht hell genug. Wir kommen nicht rüber. Doch, wir kommen gleich rüber. Warte, wir haben ja die hier auch noch. So. Jetzt rennen. Sie wollen das Fleisch. Ja, wollen sie. Ach, müssen wir mal hier drüber, da. Sie müssen sich bewegen. Sie wollen doch den Kadaver, oder? Klar, natürlich. Ja, da wollen sie den Kadaver. Yep. Hier. Und. Zack. Da kommen sie nicht ran. Der Beutel. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder drauf. Okay, wir schießen mal mit der Schleuder drauf. Pulver. Salpeter wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit die Flammen ersticken. Gut zu wissen. Wow. Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja, jede Menge. Himmel, sie sind überall. Oh, lass uns gehen! Warte! Das Licht! Stadtbewohner? Vermutlich. Wie viele sind noch hier? Machen wir mal so. Sollen sie sich da mal drauf stürzen? Wo muss das hin? Haben wir hier... Geht's nicht. Ich sehe es tatsächlich gerade nicht. Ja. Weiß ich, wo dieser Karren hingehören soll. Da ist eine Leiter. Wir müssen die Ratten irgendwie weglocken. Ja, gut, aber... Dahin. Jetzt das Feuer. Da draußen ist noch Salpeter. Ja. Ah, okay, jetzt. Das sollte jedes Feuer löschen. Dann los. Wenn die Leute da draußen nur wüssten, was hier los ist. Ihre Familien, ihre Kinder. Die Armee kann das niemals vertuschen. Ja. Hier wird Chaos ausbrechen, Lukas. Ja. So. Jawohl. Dahin. Das ist nah genug. Komm, geh da weg. Moment, ich nehme was mit. Das Zeug ist nützlich. Alles klar. Tob dich aus. Alles im Griff. Bleib hinten. Okay, und... Das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht.
Und jetzt da hoch. Wir finden hier unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb, oder? Da könnte weniger Chaos sein. Oh, ja, ich weiß, das ist, sich ganz schön gewehrt. Oh nein, ein Soldat. Hey, was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Oh Gott, das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provence getötet. Ja. Warum hat er angegriffen? Sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Hey, komm zurück, du Mistkerl! Vorsicht! Nein, lass mich los! Scheiße! Naja, das hat sich wohl erledigt. Die scheiß Nager töten schneller als wir. Ja, toll, hey. Sofort. Wir oder sie. Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du wohl recht. Hör zu. Du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Okay. Alles klar. Okay, hier hin und dann da und dann herstellen. Jetzt schieß es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Okay. Und? Oh Gott. Hat geklappt. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem... Verstörend. Ja, war vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Das ist sehr, sehr ungut. Ja, jetzt hängen wir erstmal hier, oder wie? Vielleicht habe ich da einen Fehler begangen. Das könnte unter Umständen sein. Wir probieren das nochmal. Ah, und dann stürzt sie sich wieder auf den Kadaver. Okay. Und dann können wir... Und dann können wir hier gar nicht. Okay, wenn wir jetzt da hingehen und dann den hier. So. Nein! Dann haben wir festgestellt, dass das eine ganz dumme Idee ist. Okay. Also ganz dran vorbei und dann wahrscheinlich. So. Ich hab noch drei erwischt. Ach nee. Ein Soldat. Hey! Was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein. Ihr solltet tot sein. Komm schon. Er wirft gleich. Amicia. Nein, kannst du bitte das hier und dann... So, der wirft nicht mehr. Das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provence getötet. Ja, habe ich. Warum hat er angegriffen? Sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Hey, ja. Komm zurück, du Mistkerl! Vorsicht! Nein! Lass mich los! Heilige Scheiße! Hey. Naja, das hat sich wohl erledigt. Die scheiß Nager töten schneller als wir. Er exekutiert uns sofort. Wir oder sie. Öko kann nicht warten. Komm, gib den Scheiß her jetzt. Da hast du wohl recht. Komm. Hör zu. Du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Extinguis. Okay. Okay, das hier. Fertig. Machen wir mal zwei davon. Jetzt dann gehen wir hier hin. Naja, ich weiß. Da nochmal und dann, hierhin, hierhin, hierhin. Und. Mahlzeit, Jungs. Oh Gott. Tja, hat geklappt. Ich habe schon jetzt Übung darin, aber. Hier lang, hier runter. Verstörend. Ja. Da kommen wir nicht rein. War vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Okay, da haben wir das. Runter, da ist noch einer. Bleibt mir vom Leib, klar?
Scheiße, ich mach die Türen sicher nicht auf. Ich weiß, was... Was? Ach komm. Da war doch was. Ihr da! Haben es wohl verdient. Keine Zeit für Gewissensbisse. Hugo wartet. Richtig, keine Zeit. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen... Was ist das? Ich sehe mich mal um. Verstecken wir uns. Haben wir nicht mehr? Schnell. Oh, wir können auch keins mehr herstellen. Ja, das war jetzt sehr ungeil. Oh. Wehe, du schießt nochmal. Dann setzt's was. Ja, Junge, komm nur. Feiglinge, kommt raus! Ich will nicht sterben! So, wir gehen mal. Wir gehen mal da lang. Der kommt nämlich da offensichtlich nicht runter. Schauen wir mal hier hin. Ah, okay. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Okay. Einen Traum, den er seit Wochen hat. Wir sollten das ganze Viertel abfangen. Alles klar. Ich bleib schön hier. Ja, bleib mal. Ach, was ist denn da jetzt? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Wir können das mal so. Sie sind dahinter, ganz sicher. Ja, verdammt. Hat nicht funktioniert. Dahin. Herstellen. Oh, einmal. Nee, wir wollen uns nicht verstecken. Ja. Ja, das ist sehr, 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 sehr ungeil. Mach mal den hier und dann. Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Da seid ja. Ihr. Weißt du. Jetzt weißt du, wo wir sind. Ach komm schon. Ja. Wenn ich euch finde, seid das was ihr macht. War jetzt natürlich sehr, sehr dämlich. Wenn wir den jetzt, sagen wir, anzünden. Mal schauen, was dann passiert. Und nochmal. Ich wüsste nicht, was ich ansonsten hier tun soll. Keine Ahnung. Ich bin mir sicher, es ist anders gewollt. Vom Spiel an sich. Feiglinge, kommt raus! Wir kann nur versuchen, da noch mal eins herzustellen. Einmal geht noch. Okay, dann hierhin. Was ist das? Das wird nichts. Ihr seid bestimmt da drüben. Bleib in Sicherheit. Das war's, ihr Bastarde. Verdammt. Ich krieg euch schon noch. Und dann. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann. Okay. Okay, ich glaube, das ist ein Abschnitt, den müssen wir wohl nochmal machen.
denn ich bin zu doof zu treffen. Offensichtlich. Oder das gehört so nicht und... Wo sind Sie denn hin? Ihr gehört mir! Ich erwisch euch schon noch! Wüsste jetzt nicht, wie man das noch anders regeln könnte, wenn ich ehrlich bin. Ja. Er brennt nicht. Wir haben hier kein Messer irgendwo eingeschoben. Hier gibt es noch... Na gut, dann bleibe ich eben hier. Was zur? Die sind garantiert hier entlang. Da seid ihr ja. Wir wurden entdeckt. Ja. Ich kann ja mal versuchen, die da so ein bisschen... Okay. Hier so ein bisschen vor uns hinzutreiben. So. Dahinter seid ihr? Ihr seid erledigt. Ihr könnt mich nicht. Okay. Das ist... eine sehr, sehr seltsame Stelle, wenn dich der mal gefunden hat. Eine sehr, sehr seltsame Stelle. Na gut, ich würde sagen, wir spielen diesen Abschnitt nochmal. Das machen wir in der nächsten Folge. Das bedeutet, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bewertet trotzdem gerne. Ich will nicht sterben. Wenn ihr eine Idee habt, wie das funktioniert, schreibt es in die Kommentare. Bis dahin und ciao.